euch, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen. Das Fortnite-Universum wird immer größer und Epic Games möchte viele verschiedene Genres jetzt mit reinbringen, sodass man praktisch Fortnite gar nicht mehr schließen muss. Unter anderem haben sie jetzt einen kleinen Racer rausgebracht und das noch viel interessantere, Lego Fortnite. Also eine Mischung aus Fortnite und Lego? Survival Adventure irgendwas? Klingt auf jeden Fall interessant. Ich schaff's mir nicht nehmen lassen, da mal reinzuschauen. Das machen wir jetzt gemeinsam. Wir verschaffen uns einen kleinen Überblick und gucken mal, ob das Ganze cool ist oder ob das Ganze auch bloß wieder ein normaler Survival Adventure Modus ist. Der hat den Namen Lego und Fortnite trägt. Nach dem Video gibt es ein kleines Fazit und ich bin gespannt, ob das bockt oder floppt. Damit willkommen Lego Fortnite. Ich wollte gerade Lego Minecraft sagen, aber es ist Lego Fortnite. Oh, grüß, mit Farbenbombe reden. Ah, wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Ich habe keine Ahnung. Du bist Vexalut, warum klingt das so vertraut? Ja, ich habe schon mal 2 Runden Fortnite gespielt in meinem Leben, aber wirklich nur 2. Ich bin noch nie an so einem neuen Ort wie diesem gewesen, aber ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Und das ist also unsere erste Welt, in der wir sind. Gibt halt natürlich auch verschiedene Biome, wie wir das aus Minecraft und so weiter kennen. Ich sammle hier mal Steinchen und alles. Wir können erstmal ein Lagerfeuer bauen, das haben wir jetzt schon mal. Ah, es geht direkt an. Müssen wir gar kein Holz reinlegen. Und jetzt sollten wir uns eine Werkbank bauen. Wir müssen nämlich eine einfache Hütte auch herstellen. Denn wir brauchen ja Unterschlupf. Denn es ist ja am Ende auch ein Survival-Game irgendwo. Also, theoretisch ist es Minecraft mit Lego. Was brauchen wir für die Werkbank? Holz? Holz und Granit noch. Granit liegt zum Glück hier rum. Da brauchen wir auch keine Spitzhacke. Die werden wir uns aber auch gleich bauen. Hier liegt auch noch Granit. So, und hier nochmal Holz. Und hier nochmal Holz. Jetzt haben wir genug zusammen für die Werkbank. Du lässt natürlich das Ganze gerne überdacht bauen, aber ich stelle es jetzt erstmal random hier hin und wir bauen dann gleich noch ein Haus. Da habe ich nämlich auch ziemlich Bock. So, Werkbank. Okay. Werkbank benutzen. Ah, Waldachs Spitzhacke. Fehlt noch ein bisschen Holz. Sammle ich mal noch schnell ein. Das ist schon mal, ja. Klassisch Survival-Game halt. Aber wir arbeiten nicht nur mit Blueprints, glaube ich. Also wir haben auch die Möglichkeit, frei zu agieren, frei zu gestalten. Guck mal, ein Schaf. Kann ich das streicheln? Oh, ist ja sweet. Schön, und dafür gibt's Wolle. Nice, das ist ja geil. Da muss man ja gar nicht die Schafe wie bei Minecraft scheren oder so. Reicht, wenn man sie streichelt. Haben wir ein paar Himbeeren ein, einfach für einen Hunger. Vielleicht können wir nachher uns sowas grillen irgendwie. Ich weiß noch nicht, jetzt habe ich den Kürbis in der Hand. Ach, ist das geil, dass das alles so halt Lego ist, ne? Lego ist halt schon einfach schön. Kann ich nur eine Rolle machen? Ich habe auch Stamina, okay. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Lego haltet. Habt ihr es schon gespielt? Und wenn nicht, dann schaut das Video zu Ende an und sagt mir mal am Ende des Videos, wie ihr das findet, ob es sich das lohnt. Und was das vor allem mit Fortnite zu tun hat. Also, dass wir die Charaktere ein bisschen aus Fortnite haben hier, aber als Lego-Figur hier dargestellt sozusagen. Okay, Waldachs können wir machen. Und die Spitzhacke machen wir auch gleich noch mit. Und was haben wir hier? Eine Fackel. Brauchen wir noch Holz, aber das ist jetzt kein Problem, denn jetzt haben wir unsere Axt. Okay. Das macht ganz schön Wumsen. So, wenn wir einmal dabei sind, sammle ich gleich noch mehr Holz. Einfach aus dem Grund, weil wir gleich so viel Holz brauchen werden, weil wir jetzt hier das bauen wollen. Und die Grundlage allen Übels ist halt immer Holz, ne? Obwohl ich die schönen Bäume eigentlich nicht wegmachen will, aber können wir später auch Samen setzen, um neue Pflanzen und so natürlich auch wieder einzupflanzen. So, den nehme ich noch mit hier und dann gehe ich noch ein bisschen Granit sammeln. Zack, 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 zack. Das ist alles Granit, ja. Okay, nehme ich noch mit. Und heuer! So. Bisschen Feuer, Marianne! So, hat sie noch was zu sagen? Weil das ist so unser Co-Character hier. Okay, jetzt regnet's. Und ich kann die Werkbank nicht nutzen, wenn es regnet. Aber das Feuer bleibt an, oder was? Okay. Gut, dann nutze ich die Nacht mal noch ein bisschen, um zu farmen. Baue hier noch ein bisschen ab. Und gucken wir, was ich als nächstes machen kann. Inventar. Ach, oh, da reicht es Platz im Inventar. Und sie haben noch die Map. Okay. Wie groß ist die eigentlich? Bis jetzt sieht es nicht groß aus, aber wer weiß denn, ob es dann hier oben oder hier unten irgendwann noch weitergeht. Guck mal, wenn ich den entwurzle, dann wächst der bestimmt nicht nach. Und wenn ich aber den Baum stumpf lasse, dann wächst der bestimmt nach. Könnte ich mir vorstellen. Kann man denn die Hühner ausstreicheln? Ja. Gibt's da ein Ei oder was? Tatsächlich. Okay, es fängt an, mir Laune zu machen. Muss ich mal ehrlich sagen. Dünger. Wollen wir noch ein Ei? Dann können wir das roh essen. Nehmen wir die kleinen Bäume noch mit, bis der Axt kaputt ist hier. Und da ist er kaputt. Okay, okay. Mal gucken, was das Spiel hier alles noch bietet. Ich bin gespannt. Auch auf die anderen Biome dann. Und vor allem, was gibt's für Monster, was gibt's für Mobs halt, Gegner und so weiter. Was können wir noch machen, was können wir noch herstellen? Können wir vielleicht sogar Waffen herstellen? Fortnite-mäßig? Schwimmen können wir auf jeden Fall auch. Aber ich will gar nicht jetzt bei dem Wetter ins Wasser nicht, dass ihr noch ein Krokodil nach mir schnappt. Das wäre jetzt nicht so geil. Was sind das, Kacke? Ach nee, ist Dünger. Ach, das. So, guck mal, was sollen wir jetzt noch haben? Wir können jetzt einen Grill bauen. Ach, geil. Lagerfeuer haben wir, Werkbank haben wir, Sägewerk. Und ein Haus, eine Hütte.
Können wir eine kleine Hütte bauen? Auch wenn die jetzt, die ist jetzt Blueprint ist, ist klar. Aber vielleicht erstmal obligatorisch. Obligatorisch erstmal einsetzen. Geil, jetzt setzen wir hier ein wie Lego, Alter. Hier jetzt Hinterteil. Zack. Ist ja bei vielen Lego-Spielen so, dass du so siehst, wie das animiert ist. Ist eigentlich ganz geil. So, jetzt brauchen wir noch hier oben. Und die Dachstegen. Sehr geil. Und hier. Zack. Okay. So, das muss man nämlich machen, um diesen Baupunkt auch abzuschließen. Jetzt können wir ein Bett reinsetzen. Nice. Jetzt haben wir nämlich neue Sachen hier. Und hier haben wir jetzt die Fundamente, wo wir jetzt selber bauen könnten. Geil, das machen wir natürlich auch. Freue ich mich drauf. Hier alles Fundamente, Wände, Dachziegel, Dachschrägen. Alles Mögliche da. Vordächer und so. Und hier setzen wir ein Bett rein. Und noch eins. Für uns beide halt, ne? Kann ich jetzt hier pennen? Mein Bett und pennen. Kann ich jetzt, ist jetzt hier Tag vorbei oder muss ich jetzt auch erstmal schlafen gehen? Kann ich das zuweisen? Ein Dorfbewohner muss ich das zuweisen. Ja, ein Kürbissen. Ja, hab ich schon gegessen. Ich möchte gerne, dass du hier, du kannst dich hier hinlegen. Du wolltest doch gerade ein Bett haben. Na gut, sie will anscheinend nicht pennen oder was weiß ich, aber ich würde schon gerne die Nacht eigentlich hinter mich bringen. Kommst du jetzt mit ins Bett? Inge! Du sollst nicht am Feuer sitzen, du sollst hier pennen. Ich will das Dach essen, ich will arbeiten. Ja, die will nicht. So wie es klingt, will sie erstmal was essen. Deswegen baue ich jetzt den Grill einfach. Machen das erstmal erstmal provisorisch. Den kann ich zum Beispiel benutzen. Mal, komm, mal Spiegelei. Eier haben wir. Fleisch haben wir nicht. Mais kommen wir mal auch nicht. Aber wir können auf jeden Fall ein paar gebratene Eier essen. Können wir noch was nebenbei machen? Sägewerk haben wir jetzt. Wir haben Grill, Werkbank, Dorfplatz. Dorfplatz. Okay. Der macht hier in Ruhe das Ei. Okay. Dann warten wir mal, wa? So, was ist jetzt? Der Grill war noch gut gedreht. Ich dachte, sie wollte essen. Wollen wir doch alle. Ich würde aber gerne erstmal wieder eine neue Spitzhacke und so machen. Also auf jeden Fall eine neue Axt. Das geht nicht, weil es regnet und ich sehe hier nicht. Jetzt ist es immer noch kalt. Naja, vielleicht wird man warm beim Spitzhacken hacken. Beim Steinspitz Granit. Ihr wisst schon. Brauchen Granit. Wenn wenig Granit aus diesen riesen Blöcken rauskommt. Normalerweise müssten hier 100 Stück rumliegen. Ich bin Bushcrafter. Was liegt denn hier im Busch? Was ist denn das? Ranken. Guck mal, was wir aus denen herstellen können noch. Aus das Mais. Das ist Mais. Geil, da können wir noch Mais kochen. Den nehme ich natürlich mit. Dann machen wir uns noch einen schönen Maistopf. Oder wir machen uns Popcorn. Können wir uns entscheiden. Man kann auch hier Dorfbewohner jetzt sozusagen dann zuweisen. Für Namen bin ich natürlich offen. Was war denn das, Alter? Bleib stehen, ich will wissen, was du bist. Was ist das? Das ist ja geil, Alter. Das sieht ja krass aus. Und hübsch. Bleib doch mal stehen. Bringt das uns vielleicht zu einem übelst geilen Ort? Irgendwas Mystisches, Cooles? Ja, zu einem Wolf, Alter. Na super. Toll, es bringt uns zu einem Wolf. Ja, toll, das macht keinen Schaden. Dann heißt nur Flucht nach vorn, nach hinten. Scheiße. Ich dachte, das Ding bringt uns zu einem coolen Spot, aber der steckt jetzt unter Wolf in der Ecke. Und das Knossi hört wieder. Es hat aber aufgehört mit Regnen. Das heißt, wir können uns das nochmal neu herstellen. Da können wir noch Skills machen, damit man schneller Sachen herstellen kann. Fackel will ich jetzt auch mal machen. Dafür brauchen die Ranken, okay. Und dann hier wollte ich hier bloß mal schnell den Mais drauf klatschen. So, mach jetzt hier einen Dorfplatz hin. Wir nehmen grün. Dorfplatz von Faxer Loot, Grasland. Was muss ich machen, um das Dorf aufzuwerten? Dorferwertung erhöht deine Dorfbewertung, indem du einen Dorf baust. Ich brauche Holz wieder, ist klar. Und gewöhnlicher Stein. Was kriegt man dann dafür? Oh, Baumstammscheune, Gebäude, Einstiegsfundament. Ach, jetzt können wir dann das Fundament setzen. Eine Hütte mit Veranda. Einstiegshütte. Wir können aber auch selber bauen. Das ist natürlich cool, ne? Okay, die werten wir gleich mal auf. Was ist das hier? Ein Kartenmarkierer. Das ist eine gute Idee. Den setze ich natürlich hin. Home, ja. Jetzt sehen wir uns auf der Map, weil das habe ich bei Minecraft immer, wenn ich keinen Kompass hatte. Da habe ich immer, wenn ich erkunden war, lange mein Zeug gesucht, sag ich mal. Also mein Zuhause habe ich dann irgendwie immer. Naja, wisst schon. So, jetzt können wir aufwerten. Hoffe ich zumindest. Zack. Okay. Dorf aufwerten. Hey. Grasland. Oh, da freut sie sich. Was hast du denn, Marianne? Du lässt dieses Dorf wirklich gut aussehen. Dankeschön. Sollten Besucher fragen, ob er nicht im Dorf leben will. Je mehr, desto besser. Außerdem können alle, die bei uns einziehen, vielleicht beim Sammeln von Ressourcen helfen. Das ist natürlich geil. Ist denn hier einer in der Nähe? Ich sehe auf jeden Fall keinen, der jetzt gerade hier im Dorf mal ist. Irgendwie, der mal vorbeischnubbelt. Kann ja einer vorbeikommen irgendwie. Aber sei es drum. Wozu brauche ich eigentlich so eine Werkbank, wenn ich hier lediglich bis jetzt Spitzhacke, Waldaxt und so eine Fackel bauen kann? Und im Menü irgendwie alles bauen kann, gefühlt. Also mehr. Wesentlich mehr. So, was ist da? Ein Baumstammscheune. Kann man ja mal hier noch hinsetzen. Wie drehe ich denn hier eigentlich? Ach so. So. Okay.
Ist auf jeden Fall niedlich, das kann man schon mal sagen. Nicht genug Ressourcen, Witter. Alter, wir brauchen wirklich Dorfbewohner. Das ist ja nervig. Ich muss ja ständig losrennen und die Holzstämme holen. Bräuchte ich mal eine bessere Axt, das wäre vielleicht auch ganz geil. Und den Baumstamm lasse ich diesmal stehen hier. Das ist schön nachhaltig, dass der Baum nachwachsen kann. Hier ist aber kein anderer Bewohner leider da, ne? Es ist schade. So. Das ist so geil, wie das so animiert, wie das drauf klatscht. Finde ich total geil. Stufe 3 von 9, Alter, wie groß ist denn das Ding noch? Gefällt mir. Und wir brauchen wieder Holz. Was halt geil wäre, wenn wir wirklich mal hier einen Bewohner hätten, der uns helfen könnte. Ach, guck mal, hier ist jemand. Der kann uns helfen. Hi! Das ist Muskelkater. Schön, dich zu treffen. Ich habe ein Bett für dich. Alles cool. Dickard, warte mal kurz. Ich möchte mit dir plaudern. Lebe in meinem Dorf. Hast du einen Schlafplatz für mich? Jo. Ein ganzes Bett nur für mich. Also die andere braucht gar kein Bett. Das andere Mädel, was wir hier haben, der Inge. Es ist toll, dass ich noch Arbeit bleiben darf. Wenn ich etwas beitragen kann, übernehme ich gerne eine Arbeit. Sehr gut. Lass uns über Jobs reden. Hilf dem Dorf. Ressourcenjobs. Verarbeite Holz, sammle Ressourcen. Sehr gut. Sorge dafür, dass ich eine Werkbank habe, an der ich mein Werkzeug herstellen kann. Aha! Dafür also noch die Werkbank. Für unsere Mitarbeiter, wollte ich sagen. Für unsere Mitbewohner des Dorfes. Ich werde Erkunde noch ungefähr einen Tag brauchen, um etwas nützlich zu finden. Okay, mal gucken, wie viel uns bringt. Ein Bett haben wir jetzt ja hier erstmal. Und da gehe ich nämlich erstmal weiter und gehe mal ein bisschen farmen. Und mal gucken, wie viel Holz ich hier zusammentrage. So, die Nacht ist gekommen. Und hier laufen schon die ersten Skelette rum. Ich sammle mal hier noch mein Holz ein. Ich bin ja gerade auf Farming-Tour. Da ist das erste. Das greife ich jetzt mal an. Ah, und was gibt's? Ein Knochen? Zwei Knochen? Was essen müssen wir mal schnell. Gesundheit wird low. Und der Hunger auch. Da, was ist mit ihm? Ihr? Kann ich denn jetzt schlafen eigentlich? Bett vom Muskelkater? Also sie muss ja nicht schlafen. Dann lädt das bloß Energie auf oder so? Wir können tatsächlich gar nicht pennen, ne? Nur mal ausruhen. Kann ich das Dach hier aber mal fertig bauen jetzt, oder? So. Schön, dass es einsnappt. Was haben wir noch? Weil das ist ja eine krasse Hütte, Alter. Die ist ja richtig aufwendig. Also im Gegensatz zum kleinen Unterschlupf hier. Und jetzt oben. Ach, komm ich da hin? Komm ich da? Ich glaube, ich komme nicht da hin, ne? Doch. Mit Gefriemel geht's. Alright. Bauen abgeschlossen. Kann ich jetzt hier rein? Moin. Okay, hier ist dunkel. Okay. Aber wir haben eine Hütte. Erstmal gucken, was wir zur neuen Aufwertung brauchen. Ich will noch ein paar Jobs haben. Dorf aufwerten. Wir brauchen Planken. Im Sägewerk wahrscheinlich. Und Granit. Wir müssen mal ein Sägewerk bauen. So wie es aussieht. Habe ich ganz vergessen. Und da können wir nicht Planken herstellen. Und da machen wir mal ein paar. Ding ist, ich wollte gerne noch ein Schwert haben. Ach, und jetzt kann man ein Schwert bauen dafür. Und ein Schild. Geil. Dann brauche ich noch Holzstab. Dann warte ich erstmal, bis das durchgelaufen ist. Dann mache ich Holzstäbe. Wie viel brauche ich fürs Schwert? 5. Und fürs Schild brauche ich eine Planke und ein Seil. Okay. So habe ich ansonsten alles gebaut. Spinnrad noch. Und er macht und mehr. Das ist schön. Ich lasse mal durchlaufen hier. Ach, ich habe mein Schwert noch nicht, ne? Ja. Spinny! Und er gibt uns Seide, wa? Seide! Ah, jetzt gehe ich erstmal zurück und werte unser Dorf auf. Erstmal schnell die Holzstäbe aber noch herstellen. 5 Stück, denn ich will hier ein Schwert bauen. Und den Rest stecken wir hier rein und werten das Dorf nochmal auf. Jetzt sind wir auf Level 3. Ah, da kommen sie alle zu mir. Was habt ihr denn, Jungs und Mädels? Ah, wir brauchen Möbel, dass sie sich setzen können und auch mal ausruhen, ne? Okay, mach ich. So, haben wir die Holzstäbe. Können wir wieder an die Werkbank. Können uns das Schwert machen. Fühle ich mich ein bisschen sicherer jetzt. So, dann will ich mal noch ein paar Sitzgelegenheiten bauen. Sag mal hier, moderner Stuhl. Ja, komm. So. Ist erstmal nicht schön, ist erstmal nur provisorisch, ne? Ist klar. Und hier ist ein neuer. Grüße. Moin. Ja, kannst gern hier bleiben. Ich brauche auch noch ein Bett, fällt mir gerade auf. Sie braucht ja auch noch ein Bett, dann haben wir nicht genug Betten. Ja, komm, sie darf hier drin schlafen, komm. Sie darf hier drin schlafen. So. Lebe in meinem Dorf. Bett hast du. Ja. Und wenn du Bock hast, kannst du noch was mitmachen. Okay, das gefällt mir erstmal. Mal gucken, was die Zukunft hier noch so bringt. Das war also der erste Eindruck von Lego Fortnite. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt zum Fazit, ich hatte echt Spaß. Es macht Spaß. Es macht ja auch immer Spaß, irgendwas Neues zu erkunden, gerade in Survival Games. Was kann man da so craften? Was gibt's für Gegnertypen? Was ist ein spezielles Feature, was nur dieses Spiel bietet, was es besonders macht? Und ich muss euch sagen, es hat mir schon viel Laune gemacht. Erstens, diese Lego-Optik finde ich irgendwie ganz cool. Habe ich auch im Video gesagt, wie die Steine da immer draufgesetzt werden. So, pop, 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 pop. Ist irgendwie auch satisfying, ist cool. Und
generell ist ja die Welt von Fortnite, die ja generell schön bunt ist. Und das macht das Ganze abgerundet irgendwie sehr anschaulich und gemütlich. Was natürlich jetzt noch im Verlauf des Spiels passiert, kann ich noch nicht sagen. Denn wir haben jetzt eine Stunde reingespielt, das Ganze runtergekattet auf ein paar Minuten. Und da kann man sich zwar schon den Ersteindruck geben, aber ich kann natürlich noch nicht sagen, wie wird das Spiel, wenn ich jetzt 6, 7 oder 10 Stunden spiele. Ich persönlich habe schon Bock, das weiter zu spielen, zu erkunden, was gibt's noch für Mobs, gibt's Höhlen, was gibt's noch für Sachen, die man abfarmen kann, was kann man noch herstellen, wie entwickelt sich das Dorf noch, was gibt's für Jobs. Also es gibt schon noch sehr viel zu erkunden. Wenn ihr Bock habt, mich auf der Reise zu begleiten, dann penetriert den Like-Button, dann werde ich das Ganze natürlich auch für euch wieder aufnehmen und zusammenschneiden und wir können ein bisschen drüber in den Kommentaren reden. Ich persönlich habe definitiv Lust drauf. Schreibt mir eure Meinung zu Lego Fortnite in die Kommentare, auf die bin ich besonders gespannt. Dann sehen wir uns auch zum nächsten Video, also bleibt gesund und benehmt euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, euer Fexer. Haut rein!